So, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Vorlesung Schuldrecht allgemeiner Teil, zur zweiten Runde in dieser Woche. Bevor wir mit der Vorlesung weitermachen, möchten Ihnen zwei Herren Moot Court erst einmal den Willem C. Wiss Moot Court vorstellen. Vielen Dank. Um es ein bisschen abwechslungsreicher zu machen, wir waren ja schon mal bei euch, fangen wir diesmal mit einem kurzen Video an. Kann es sein, dass der Klima raus ist? Ja, das war anders geplant. Eigentlich sollte es dazu ein bisschen Musik geben. Ich hoffe, man hat wenigstens ein bisschen Eindruck bekommen davon, was wir für Eindrücke sammeln konnten dieses Jahr in Wien. Denn das, würde ich sagen, ist einer der größten Vorteile der Teilnahme bei uns am Moot Court, dass wir wirklich verreisen. Wir werden im kommenden Moot Court-Jahr nach Wien in jedem Fall reisen, denke ich. Solange uns nicht weitere Pandemien Striche durch die Rechnung machen, geht es dann auch nach Hongkong. Und die Reisen wären fürs Team vollständig kostenlos und man kann quasi mit seinem Team dort coole Erfahrungen sammeln. Und vom Grundsatz her hatten wir euch ja bereits vorgestellt, dass der Willem C. Wiss Moot Court, der ein internationaler Wettbewerb ist mit mittlerweile fast 400 Universitäten, bei dem man einen Fall verhandelt, der vor allem um CSG, dem UN-Kaufrecht, und in Fragen des internationalen Verfahrensrechts, insbesondere International Commercial Arbitration, spielt. Ihr also quasi in Rechtsgebieten euch einarbeiten könnt, mit denen ihr bisher nichts zu tun hattet und die Fälle meistens mit aktuellen politischen Entwicklungen oder Themen zu tun hatten. Also wir hatten einen Kaufvertrag für Palmöl, im Jahr davor war es Impfstoffentwicklung für Covid-19. Und auch wenn das jetzt vielleicht gerade durch das Video ohne Ton nicht so ganz rübergekommen ist, hatten wir im letzten Jahr, beziehungsweise jetzt im April, ganz viel Spaß, als wir mit unserem Team nach Wien gefahren sind. Und wir haben ganz viel erlebt, haben ganz viele Leute kennengelernt und trotzdem hat uns die Arbeit oder das, was wir da eben reingesteckt haben, nicht davon abgehalten, diese Erfahrung zu sammeln. Also als im Oktober der Sachverhalt veröffentlicht wurde und wir uns dann mit den ersten zwei Schriftsätzen auseinandergesetzt haben, die wir geschrieben haben, im Dezember und im Januar, waren wir zwischenzeitlich schon so, dass das echt eine zusätzliche Belastung noch neben dem Studium ist. Aber als wir dann eben nach dieser Schriftsatzphase nach Wien gefahren sind, hat sich das alles doppelt und dreifach bezahlbar gemacht, weil wir einfach viele coole Leute kennengelernt haben, Kontakte knüpfen konnten zu den ersten Großkanzleien, bei denen Großkanzleien verhandeln konnten, Feedback von Partnern bekommen haben und dann einfach eine total coole Woche in Wien hatten. Und wenn ihr darauf Lust habt, können wir euch die ganze Sache nur ans Herz legen und würden uns freuen, von euch was zu hören. Im Grundsatz vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, was euch das Ganze bringt, falls es beim letzten Mal nicht rübergekommen sein sollte. Ihr bekommt ein FFA-Zertifikat und einen MIS-Gutschein, das heißt, die Kurse müsst ihr nicht besuchen.
Ihr braucht auch kein Seminar belegen, falls ihr das nicht wollt. Natürlich kann man trotzdem ein Seminar machen, wir bekommen einen Seminarschein. Und vor allem könnt ihr halt Erfahrungen sammeln, die ihr im Studium nicht sammeln könnt. Also ihr schreibt halt kein Gutachten, sondern wirklich Beklagten und Klägerschriftsätze. Also ihr argumentiert halt für eine Seite und nicht in einem Gutachten, in dem ihr beide Seiten darstellt. Quasi bestmöglich für euren jeweiligen Mandanten zu argumentieren und macht quasi das, was ihr in der Praxis später, wenn ihr anwaltlich tätig sein würdet, auch machen würdet. Ihr könnt euch ein völlig neues Rechtsgebiet erschließen mit der Dispute Resolution. Ihr könnt euch im CISG, also im UN-Kaufrecht, weiterbilden, was zum Glück relativ ähnlich funktioniert wie das deutsche Kaufrecht. Also ihr könnt systematische Kenntnisse mitnehmen, das deutsche Kaufrecht. Ihr könnt euer Englisch verbessern, dass ihr danach verhandlungssicheres Legal-Englisch spricht. Der ganze Wettbewerb ist auf Englisch, die Verhandlungen sind später auf Englisch. Und vor allem könnt ihr halt Kontakte zu Studierenden aus der ganzen Welt sammeln. Also wir hatten Meetings gegen Teams aus dem Iran, aus Brasilien, aus den USA, aus Italien, aus Spanien, aus Irland, was weiß ich. Also ihr kommt wirklich mit allen möglichen Nationalitäten und verschiedenen Hintergründen in Kontakt. Und genauso sieht es aus mit den Praktikern, wenn ihr mal ein Probe-Pleading habt und der Arbitrator aus Nigeria sitzt auf einmal am Flughafen und keiner weiß so genau, was da passiert. Also man hat da jede Menge spannende Erfahrungen, die man sonst nicht sammeln würde und lernt halt viele coole Leute. Und gerade wenn ihr dann auch nächstes Jahr höchstwahrscheinlich nach Hongkong fliegen könnt, sind die Erfahrungen, die ihr da sammelt, werden wahrscheinlich nochmal deutlich intensiver und deutlich umfangreicher als das, was wir jetzt schon erlebt haben, was aber auch schon phänomenal war. Und wir sind jetzt heute eigentlich nur noch mal kurz hier, um euch darauf aufmerksam zu machen, dass wir morgen Abend den Infoabend veranstalten, wo wir euch nochmal ausführlich auf alle Fragen antworten, ein bisschen von unseren Ergebnissen aus dem letzten Jahr berichten wollen und wo wir uns sehr freuen, wenn wir euch oder zumindest den einen oder die andere von euch sehen. Das Ganze findet morgen Abend um 19:15 im Hörsaal in der LS1 statt. Und bis dahin wünschen wir euch jetzt viel Spaß und Schönheit. Vielleicht noch kurz zur Veranstaltung, falls ihr nicht vorbeikommen könnt oder wollt. Wird das Ganze auch gestreamt. Zoom-Details findet ihr dann auf der Webseite von Progressive, die wir quasi als Dispo eine Unterpage haben, oder Instagram. Genau, heute müssen wir gehen. Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich weiß, woran das mit dem Ton lag. Wollen wir nochmal probieren? Oder? Gerne. Also wenn ich das kann. Das ist der Film, glaube ich, ne? Das ist der Film. Das ist Ton habe ich frei. Ja. Aber dann ist alles gut. Vielen Dank. Herzlichen Dank. So, meine Damen und Herren, jetzt geht's weiter mit der Vorlesung Schuldrecht allgemeiner Teil. Wir waren in der gestrigen Stunde
bei Fall 32 stehen geblieben, bei der Unmöglichkeit der Leistung. Verletzung. Und im Fall 32, da war der Unterschied zu dem Ausgangsfall, dass wir es hier mit einer anfänglichen, schon bei Vertragsschluss vorliegenden Unmöglichkeit zu tun haben, zum einen. Und zum anderen war es ein Fall der subjektiven Unmöglichkeit und einer womöglich nur vorübergehenden Unmöglichkeit. Wir haben das in der gestrigen Stunde besprochen. Es ist umstritten, wie die echte vorübergehende Unmöglichkeit behandelt wird. Da werden verschiedene Auffassungen vertreten. Zum Teil wird gesagt, solange die Unmöglichkeit nur vorübergehend ist, das heißt absehbar ist, dass der Zustand dieses Leistungshindernisses endet, greifen die Regeln über die Unmöglichkeit überhaupt nicht ein, mit der Folge, dass sich die Rechtsfolgen nach 281/323, also nach den Regeln über die noch mögliche Leistung, richten, wohingegen die herrschende Meinung für die Dauer der vorübergehenden Unmöglichkeit 275 bezüglich des Leistungsanspruchs anwendet, bezüglich der Sekundärrechte allerdings dann zum Teil auf die Vorschriften über die noch mögliche Leistung zurückgreift, zum Teil die Vorschriften über Unmöglichkeit modifiziert. Das alles aus meiner Sicht dogmatisch wenig stimmig. Deswegen meine ich, dass bei der echten vorübergehenden Unmöglichkeit es bei den Rechtsfolgen bei der noch möglichen Leistung bleibt. Man muss also eine Frist setzen. Und wenn aber diese Frist abgelaufen ist, ohne dass bis dahin das Leistungshindernis entfallen ist, dann kann man eben zu den weitergehenden Rechtsbehelfen Schadenersatz statt der Leistung Rücktrittsrecht übergehen. In unserem Fall allerdings war nicht absehbar, wann dieser Zustand, das Fahrzeug war gestohlen worden, es ist verschwunden, enden würde. Das heißt, hier hatten wir es mit einer unabsehbaren Unmöglichkeit oder einem unabsehbar langen Leistungshindernis zu tun. Und wenn der betreffende Zustand, wenn das betreffende Leistungshindernis, wenn dessen Ende nicht absehbar ist, dann steht das der endgültigen Unmöglichkeit gleich. Und das wird man hier in unserem Fall wohl so sehen müssen. Das Fahrzeug war gestohlen worden, ist spurlos verschwunden. Dementsprechend hier ein Fall der echten Unmöglichkeit, letztendlich jedenfalls einer vorübergehenden Unmöglichkeit, die der echten Unmöglichkeit gleichgestellt wird und dementsprechend kein Anspruch auf die Leistung, das heißt auf Übergabe und Übereignung des Fahrzeugs. Der Anspruch ist nach 275.1 ausgeschlossen. So, dann die Frage, wie ist das mit sekundären Rechten? Und da haben wir festgestellt, dass für den Sonderfall der anfänglichen Unmöglichkeit, für den Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung, eine spezielle Anspruchsgrundlage haben in Gestalt des 311a Absatz 2 BGB. Der Grund hierfür ist, dass wenn die Leistung von Anfang an wegen Unmöglichkeit ausgeschlossen ist oder von Anfang an der Schuldner berechtigt ist, nach Absätzen 2 und 3 ein Leistungsverweigerungsrecht geltend zu machen, dann besteht von Anfang an keine Leistungspflicht, die verletzt werden könnte, sodass die Kategorie der Pflichtverletzung hier nicht passt. Man braucht also einen Sondertatbestand 311a Absatz 2 BGB. Ja, was setzt der 311a Absatz 2 BGB voraus? Der muss im Kontext mit 311a Absatz 1 gelesen werden. 311a Absatz 1 sagt klarstellend, dass der Umstand, dass der Schuldner nach 275 Absatz 1 bis 3 nicht zu leisten braucht und das Leistungshindernis schon bei Vertragsschluss bestanden hat, führt nicht zur Unwirksamkeit des Vertrages. Der Wirksamkeit des Vertrages steht das nicht entgegen. Das ist die klarstellende Regelung des 311a Absatz 1. Ich hatte erläutert, vor Inkrafttreten der Schuldrechtsmodernisierung gab es eine Vorschrift im alten BGB, die sagte, bei anfänglicher objektiver Unmöglichkeit Nichtigkeit des Vertrages. Und der Gesetzgeber hat klargestellt, dass das jetzt nicht mehr so ist. Also der Vertrag bleibt wirksam, aber es besteht dann nach Maßgabe des 311a Absatz 2 ein Schadensersatzanspruch. 311a Absatz 2 sagt, für die Fälle des 311a Absatz 1, also für die Fälle der anfänglichen Unmöglichkeit, der Gläubiger kann nach seiner Wahl Schadensersatz statt der Leistung oder Ersatz seiner Aufwendung nach 284 verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Schuldner das Leistungshindernis bei Vertragsschluss nicht kannte und seine Unkenntnis auch nicht zu vertreten hat.
Das heißt also, wir haben auch hier ein Verschuldenserfordernis, nur Bezugspunkt des Verschuldens ist nicht eine Pflichtverletzung, die es bei der anfänglichen Unmöglichkeit gerade nicht geben kann, sondern der Vorwurf, der dem Schuldner gemacht wird, ist, dass er einen Vertrag abgeschlossen hat, obwohl er wusste oder zumindest wissen musste, also infolge von Fahrlässigkeit nicht wusste, dass er zur Leistung von Anfang an nicht imstande war. Das ist der Vorwurf, der dem Schuldner bei 311a Absatz 2 gemacht wird. Also, was brauchen wir für 311a Absatz 2? Es muss zunächst einmal ein Vertrag bestehen. 311a ist nur anwendbar auf vertragliche Schuldverhältnisse. Zwischen den Parteien muss ein wirksamer Vertrag bestehen und der Wirksamkeit steht es nicht entgegen, dass die anfängliche Unmöglichkeit bestanden hat. Ja, dann weitere Voraussetzung, dass der Schuldner nach 275.1 bis 3 nicht zu leisten braucht. Und auch hier gilt wieder für die Tatbestände des 275 Absätze 2 und 3, dass bei diesen Tatbeständen der Schuldner sich darauf berufen muss. Es ist allerdings gleichwohl entscheidend, dass der betreffende Umstand, auf den sich der Schuldner dann beruft, also wirtschaftliche oder persönliche Unmöglichkeit, schon bei Vertragsschluss bestanden hat. Wann sich der Schuldner darauf beruft, das ist nicht maßgeblich. Die Berufung auf das Leistungsvermächtnis kann in den Fällen des 275 Absätze 2 und 3, also auch nach Vertragsschluss erfolgen. Entscheidend ist, dass das Leistungsvermächtnis, also die wirtschaftliche oder persönliche Unmöglichkeit, schon bei Vertragsschluss gegeben war. Ja, das also die weitere Voraussetzung, das Leistungsvermächtnis muss schon bei Vertragsschluss bestanden haben. Anderenfalls hätten wir einen Fall der nachträglichen Unmöglichkeit und dann wären wir bei 283, dann kann es ja wieder eine Pflichtverletzung geben und dann ist 283 die richtige Anspruchsgrundlage. Ja, dann brauchen wir eben das Vertreten müssen, das aber eben einen besonderen Bezugspunkt hat, nämlich die Fähigkeit zur Leistung im Zeitpunkt des Vertragsschlusses, eigentlich etwas, was man eher in den Bereich der vorvertraglichen Pflichten einordnen würde, wenn es den 311a Absatz 2 nicht gäbe, der einen Anspruch auf das positive Interesse, Schadensersatz statt der Leistung einräumt, würde man das Ganze wohl unter culpa in contrahendo fassen. Die Besonderheit aber besteht bei 311a Absatz 2 darin, dass, obwohl wir es eigentlich genau genommen mit einer vorvertraglichen Pflichtverletzung zu tun haben, dass der Schadenersatzanspruch nicht bloß auf das Vertrauensinteresse, das negative Interesse gerichtet ist, sondern auf das positive Interesse, also über die culpa in contrahendo hinausgehend, an die man hier eigentlich denken würde. Ja, wenn man einen Vertrag schließt, obwohl man hätte wissen müssen oder sogar positiv wusste, dass man zur Leistung nicht imstande sein würde, das wäre eigentlich etwas, was man unter CEC subsumieren würde. Hier haben wir aber mit 311 Absatz 2 eine Spezialvorschrift, die eben auf das positive Interesse gerichtet ist. Ja, das also das Vertreten müssen, das wir brauchen, Kenntnis des Leistungshindernisses oder zu vertretende Unkenntnis. Zu vertretende Unkenntnis heißt zum einen fahrlässige Unkenntnis. Man hat also nicht mit der gebotenen Sorgfalt seine Leistungsfähigkeit geprüft. Aber 311 Absatz 2 sagt ja nicht bloß fahrlässige Unkenntnis, sondern zu vertretende Unkenntnis. Das bedeutet, auch bei 311 Absatz 2 Satz 2 werden alle Tatbestände einbezogen, bei denen der Schuldner ohne Rücksicht auf Verschulden haftet. 276 Absatz 1 Satz 1 sagt ja grundsätzlich Vorsatz oder Fahrlässigkeit, aber es gibt eben auch Fälle, zum Beispiel Übernahme einer Garantie, Übernahme eines Beschaffungsrisikos, in denen der Schuldner ohne Rücksicht auf Verschulden haftet. Und diese Fälle der verschuldensunabhängigen Haftung des Schuldners werden über dieses Wort vertreten müssen, zu vertretende Unkenntnis in 311a Absatz 2 Satz 2 einbezogen. Das heißt, wenn zum Beispiel der Schuldner eine Garantie für die Lieferung übernommen hat, dann würde sich das auch im Rahmen des 311a Absatz 2 Satz 2 auswirken. Selbst wenn ihn keine Fahrlässigkeit bezüglich seiner Unkenntnis vom Leistungshindernis trifft, würde er bei Übernahme einer Garantie ohne Rücksicht auf Verschulden auf Schadensersatz haften. Er hätte dann also seine Unkenntnis ohne Rücksicht auf Verschulden zu vertreten. Die Rechtsfolge ist, dass das positive Interesse ersetzt verlangt werden kann, das Erfüllungsinteresse und nicht, wie es eigentlich ja bei diesen an sich vorvertraglichen Pflichtverletzungen der Fall ist, nur das negative Interesse, Schadenersatz statt der Leistung oder alternativ auch 284 Aufwendungsersatz. Das sind die beiden Rechtsbehelfe, die in den Fällen der anfänglichen Unmöglichkeit dem Schuldner zustehen. Ja, das auf unseren Fall übertragen. Frage, hat der K gegen V einen Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung aus 311a Absatz 2? Mit dem
Kaufvertrag haben wir einen Vertrag zwischen den Beteiligten. Das muss nicht notwendig ein gegenseitiger Vertrag sein. Ein einseitiger reicht bei 311a aus. Ja, dann haben wir schon festgestellt, der Schuldner, der V muss nach § 275 Absatz 1 nicht leisten. Das Fahrzeug wurde gestohlen, es ist nicht mehr auffindbar. Wir haben also einen Fall, der womöglich nur vorübergehend eine Möglichkeit, der aber der endgültigen Möglichkeit gleichsteht, dann also unstreitig Anwendung des 275 1. Dieses Leistungshindernis hat schon bei Vertragsschluss bestanden, denn das Fahrzeug wurde gestohlen, als die beiden beim Mittagessen saßen und erst nach dem Mittagessen haben sie den Vertrag geschlossen. Das heißt, bei Vertragsschluss war das Fahrzeug schon gestohlen, bestand also schon das Leistungshindernis in Gestalt der subjektiven Unmöglichkeit. Ja, dann vertreten müssen, § 311a Absatz 2, Satz 2. Das ist jetzt die Frage, haben wir hier auf Seiten des V in Bezug auf die Kenntnis oder die Unkenntnis vom Leistungshindernis ein vertreten müssen. Vertreten müssen heißt bei 311a Absatz 2 Satz 2 Kenntnis des Leistungshindernisses bei Vertragsschluss. Das wird man bei V nicht annehmen können. Er hatte keine positive Kenntnis von dem Diebstahl, als er den Vertrag geschlossen hat. Die Frage ist also, hatte er zu vertretende Unkenntnis? Anhaltspunkte für eine verschuldensunabhängige Haftung, eine Garantieübernahme oder sonstige Tatbestände einer verschuldensunabhängigen Einstandspflicht haben wir nicht. Das heißt, die Frage ist letztendlich, haben wir eine fahrlässige Unkenntnis auf Seiten des V von diesem Leistungshindernis, das heißt vom Diebstahl des Fahrzeugs. Was würden Sie sagen? Haben wir hier eine Sorgfaltspflichtverletzung des V, 276 Absatz 2, hat er die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen? Kurz vorher, vor dem Mittagessen, haben Sie sich noch das Fahrzeug angeschaut. Als Sie nach dem Mittagessen in die Garage wieder gehen, ist das Fahrzeug verschwunden, in dieser kurzen Zeit gestohlen worden. Haben wir da eine zu vertretende Unkenntnis? Was würden Sie sagen? Ja? Ja, würde ich auch so sehen. Ja, also das wird man wohl von einem Verkäufer nicht verlangen können, dass er, nachdem er das Fahrzeug gerade erst noch gesehen hat, Garage ordnungsgemäß gesichert hat, dass er dann noch einmal nachschaut. Ja, was würden Sie sagen? Genau, ne? Also er musste unter keinem Gesichtspunkt damit rechnen, dass das Fahrzeug gestohlen wird am helllichten Tag, Mittagessen. Das musste er wohl nicht erwarten und dementsprechend wohl kein vertreten müssen. Also keine Schadensersatzhaftung. Wichtig aber, hier ist der Bezugspunkt des Vertretenmüssens nicht eine Pflichtverletzung, die es bei anfänglicher Unmöglichkeit nicht gibt, sondern die Kenntnis bzw. Unkenntnis von dem anfänglichen Leistungshindernis. Ja, wenn wir mal ungeachtet jetzt unseres Ergebnisses, dass es an der am Vertretenmüssen fehlt, wenn wir gleichwohl mal weiterprüfen, dann könnte Schadenersatz statt der Leistung verlangt werden nach der Differenzmethode und hier in der Abwandlung betrug der Kaufpreis nur 35.000 Euro. Das Fahrzeug hatte einen Wert von 45.000 Euro. Dementsprechend könnte dann hier der Differenzbetrag von 10.000 ersetzt verlangt werden. Aber wir haben ja gesagt, wir haben kein Vertreten müssen bezüglich der Unkenntnis, sodass schon dem Grunde nach keine Schadenersatzhaftung besteht. Ja, wie sieht es mit dem stellvertretenden Kommodum aus? Wir haben ja gesagt, kein vertreten müssen. Das könnte uns in Bezug auf 285.1 weiterhelfen, denn 285.1 setzt ja gerade kein vertreten müssen voraus. 285.1, der Anspruch auf das stellvertretende Kommodum, haben wir gestern kennengelernt, ist ein Rechtsbehelf, der spezifisch bei Unmöglichkeit eingreift, also ein speziell für die Unmöglichkeit geltender Rechtsbehelf. Auf Herausgabe eines Ersatzes oder Abtretung eines Ersatzanspruchs. Und wir haben gestern gesehen, 285.1 setzt kein Vertreten müssen voraus. Das heißt, das wäre hier ein Fall, in dem der 285 eine eigenständige Bedeutung hätte, weil man möglicherweise darüber dann doch etwas verlangen kann, was man aufgrund fehlenden Verschuldens des Schuldners des V nach 311 Absatz 2 nicht bekommt. Ja, wir haben uns gestern die Voraussetzung des 285.1 angeschaut. Es muss ein Schuldverhältnis bestehen. Das muss nicht notwendig ein vertragliches, kann auch ein sonstiges Schuldverhältnis sein. Aus diesem Schuldverhältnis muss ein Leistungsanspruch erwachsen. Hier der Anspruch auf
Übergabe und Übereignung des Fahrzeugs. Dann setzt 285.1 weiter voraus. Und aufgrund dieses weiten Wortlauts ist 285 auch nicht auf die Fälle der nachträglichen Möglichkeit beschränkt, sondern erfasst auch die der anfänglichen. 285.1 erlangt der Schuldner infolge des Umstands, aufgrund dessen er die Leistung aus 275.1 bis 3 nicht zu erbringen braucht. Ja, es wird keine Pflichtverletzung verlangt, kein Vertreten müssen verlangt, sondern nur, dass der Schuldner die Leistung wegen Unmöglichkeit nicht zu erbringen braucht. Und das erfasst ohne weiteres auch Fälle der anfänglichen Unmöglichkeit. Ja, dann muss eben infolge der Unmöglichkeit anstelle des eigentlich geschuldeten Leistungsgegenstandes dem Schuldner ein Ersatz oder aber Ersatzanspruch zugeflossen sein. Und der Sachverhalt sagt ja, das Fahrzeug ist kaskoversichert, das haben wir gestern besprochen. Und aufgrund dieser Sachversicherung schuldet die Versicherung, das Versicherungsunternehmen bei Verlust des Fahrzeugs nach Maßgabe des Versicherungsvertragsgesetzes einen Ersatz in Höhe des Wertes des Fahrzeugs. Der Wert des Fahrzeugs beträgt 45.000 Euro. Und dieser Ersatz, wenn die Versicherung schon gezahlt hat, der kann herausverlangt werden, beziehungsweise solange die Versicherung noch nicht gezahlt wird, immerhin der Anspruch auf die Versicherungsleistung. Das wäre hier das stellvertretende Kommodum, das nach 285.1 herausverlangt werden kann. Und wir brauchen für 285.1 kein Vertreten müssen. Wir brauchen noch nicht einmal eine Pflichtverletzung für 285.1 und deswegen greift dieser Anspruch hier auch ein, ohne dass wir ein Verschulden auf Seiten des V haben. Also Anspruch auf das stellvertretende Kommodum in Höhe des Wertes des Fahrzeugs 45.000 Euro, beziehungsweise solange die Versicherung noch nicht gezahlt hat, auf Abtretung des Anspruchs des V gegen seine Versicherung. Ja, gegebenenfalls, wenn es einen Schadenersatzanspruch gäbe, müsste das stellvertretende Kommodum angerechnet werden. Das haben wir ebenfalls gestern besprochen. Hier in unserem Fall aber besteht hier gar kein Schadenersatzanspruch mangels Vertretenmüssens. Deswegen spielt das keine Rolle. Ja, dann ein Rücktrittsrecht. Da haben wir gestern schon kennengelernt die Vorschrift des 326 Absatz 5 als Spezialvorschrift für die Fälle der Unmöglichkeit der Leistung. 326 Absatz 5 braucht der Schuldner nach 275.1 bis 3 nicht zu leisten, kann der Gläubiger zurücktreten, braucht der Schuldner nicht zu leisten. Hier wird also auch keine Pflichtverletzung vorausgesetzt, dementsprechend auch kein Vertreten müssen, sondern nur, dass der Schuldner wegen Unmöglichkeit von der Leistungspflicht befreit ist. Das ist hier unser Fall. Dementsprechend kann das Rücktrittsrecht auch eingreifen bei anfänglicher Unmöglichkeit, ja, weil der 326 Absatz 5 und auch der 323 gerade nicht an eine Pflichtverletzung anknüpfen, sondern allein daran, dass eine Leistungsbefreiung eintritt, beziehungsweise 323, dass eine Leistung nicht erbracht wird. Das reicht für das Rücktrittsrecht aus. Wir brauchen da keine Pflichtverletzung und brauchen auch kein Vertreten müssen. Wir haben mit dem Kaufvertrag einen gegenseitigen Vertrag und aus dem Kaufvertrag bestand eine zunächst einmal für eine juristische Sekunde sozusagen fällige durchsetzbare Leistungsanspruch, ja, mit Abschluss des Vertrages, Anspruch auf Übergabe und Übereignung des Fahrzeugs, aber eine juristische Sekunde später ist dieser Anspruch dann nach 275.1 in Folge und Möglichkeit entfallen. Aber für eine juristische Sekunde, wie man in diesen Fällen sagt, bestand zunächst einmal aus dem Kaufvertrag ein Anspruch auf Übergabe und Übereignung des Fahrzeugs, also ein fälliger durchsetzbarer Leistungsanspruch. Und in Folge und Möglichkeit ist diese Leistung dann aber nicht erbracht worden. Das heißt also, diese Voraussetzung für das Rücktrittsrecht erfüllt. Die Fristsetzung ist in den Fällen der Unmöglichkeit entbehrlich. 326 Absatz 5 sagt, der 323 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Fristsetzung entbehrlich ist. Brauchen wir dementsprechend nicht. Vertreten müssen auch nicht. Ausschlusstatbestände ebenfalls nicht ersichtlich. Das heißt, im Ergebnis kann auch ein Rücktrittsrecht geltend gemacht werden. Ja, dann in der umgekehrten Richtung, wie sieht das mit dem Kaufpreisanspruch des V gegen den K aus? Kann der V ungeachtet der Unmöglichkeit der ihm obliegenden Leistung die Zahlung des Kaufpreises von K verlangen? Der Anspruch ist zunächst einmal mit wirksamem Abschluss des Kaufvertrages entstanden. Die Frage ist, ist der Anspruch erloschen? Ja, wonach könnte der Anspruch hier erloschen sein? Nach welcher Vorschrift?
Der Anspruch auf die Sachleistung, auf Übergabe und Übereignung des Fahrzeugs, der ist nach 275.1 erloschen. Und wie sieht es mit dem Gegenleistungsanspruch aus? Ja, ja, Paragraph 326 Absatz 1 nach dieser Vorschrift beurteilt sich das Schicksal des Gegenleistungsanspruchs und 326.1 sagt, braucht der Schuldner nach 275.1 bis 3 nicht zu leisten, entfällt der Anspruch auf die Gegenleistung, es sei denn, es greift ein Ausnahmetatbestand ein. Und das gilt ohne weiteres auch für die Fälle der anfänglichen Unmöglichkeit. Auch 326 differenziert nicht zwischen nachträglicher und anfänglicher Unmöglichkeit. Entscheidend ist, dass der Schuldner nach 275.1 bis 3 nicht zu leisten braucht, egal wann das Leistungshindernis eingetreten ist. Ja, wir brauchen für 326 einen gegenseitigen Vertrag, den wir mit dem wirksamen Kaufvertrag haben. Dann braucht der Schuldner hier der V nach 275.1 nicht zu leisten. Auch diese Voraussetzung ist erfüllt. Und nach der Grundregel des 326.1 erlischt mit der Unmöglichkeit der Leistung auch der Anspruch auf die Gegenleistung. Das wieder Ausdruck des Synalagmas zwischen Leistung und Gegenleistung bei gegenseitigen Verträgen. Leistung und Gegenleistung sind so eng miteinander verbunden, dass die eine nicht ohne die andere geltend gemacht werden kann. Und wenn die Leistung wegen Unmöglichkeit ausgeschlossen ist, dann soll auch der Gegenleistungsanspruch entfallen, so die Grundregel. Wenn die Leistung schon erbracht worden ist, dann kann, das muss hier 326 Absatz 4 heißen, nach Paragraph 326 Absatz 4 in Verbindung mit 346 folgende, die Rückgewähr der schon erbrachten Leistung gefordert werden. Die Frage ist, greift hier eine Ausnahme von dieser Grundregel ein? Und die Ausnahmen haben wir uns gestern schon angeschaut. Zum einen gibt es eine Ausnahme in 326 Absatz 2, alleinige oder weit überwiegende Verantwortlichkeit des Gläubigers. Das wäre der Fall, wenn der K zum Beispiel durch Aufstehenlassen der Garage selbst schuldhaft dazu beigetragen hätte, dass der Rolls-Royce entwendet werden konnte. Annahmeverzug des Gläubigers und Eintritt der Unmöglichkeit während des Annahmeverzugs wäre ein weiterer Ausnahmefall. Aber was hier einschlägig sein könnte, das ist eben der 326 Absatz 3. 326 Absatz 3 sagt, verlangt der Gläubiger nach 285 Herausgabe des für den geschuldeten Gegenstand erlangten Ersatzes oder Abtretung des Ersatzanspruchs, so bleibt er zur Gegenleistung verpflichtet. Ja, eine Regelung, die einleuchtet, denn wenn man zwar nicht die ursprünglich geschuldete Leistung, aber einen Ersatz oder Ersatzanspruch dafür bekommt, dann muss man natürlich auch weiterhin die Gegenleistung erbringen. Der Ersatz oder der Ersatzanspruch tritt in das Synalagma ein und dementsprechend ist in diesen Fällen, in denen der Anspruch auf das stellvertretende Commodum geltend gemacht wird, das Synalagma nicht gestört, sondern man bekommt zwar nicht die ursprüngliche Leistung, aber nach seiner Wahl, 285, da kann man sich ja aussuchen, ob man den geltend macht oder nicht, nach seiner Wahl bekommt man den Ersatz oder Ersatzanspruch und dann muss man aber eben auch die Gegenleistung erbringen. Dann bleibt also der Anspruch auf die Gegenleistung bestehen. Da hier in unserem Fall der 285 letztendlich der einzige zugkräftige Anspruch ist, den der K geltend machen kann, mangels vertreten müssen, ist das V ja kein Schadensersatzanspruch, wird er diesen Anspruch zur 285 wohl sinnvollerweise geltend machen und in diesem Fall müsste er die Gegenleistung dann weiter erbringen. Das heißt, er bekäme die Versicherungsleistung oder zumindest würde der Anspruch auf die Versicherungsleistung in Höhe von 45.000 abgetreten und er müsste dann aber im Gegenzug den vereinbarten Kaufpreis 35.000 Euro zahlen. Ja, weitere Ausnahmefälle im Schuldrecht Beti, das hatten wir in der gestrigen Stunde kurz besprochen, das ist hier aber nicht einschlägig. In unserem Fall, wie gesagt, wäre das ein Fall des 326 Absatz 3 Satz 1 unter der Voraussetzung natürlich, dass der K den Anspruch auf das stellvertretende Commodum geltend macht. Ja, das also zur anfänglichen Unmöglichkeit und noch eine zweite Abwandlung zum Fall 31 und ein letzter Fall zur Unmöglichkeit, den wir hier besprechen. Fall 34 behandelt noch ein Sonderproblem der Unmöglichkeit, das ich aber jetzt hier nicht in der Vorlesung besprechen will, sondern da können Sie sich die Folien und auch die Leitlinien zu Hause einmal in Ruhe anschauen. Wir werden jetzt noch den Fall 33 besprechen als letzten Fall zur Unmöglichkeit.
Da ist der Sachverhalt wie folgt. Abweichend von Fall 31 wird der Rolls-Royce nicht durch einen Brand zerstört. Nachdem sie sich über den Kaufpreis geeinigt haben, treffen K und V die Abrede, dass V den Rolls-Royce nebst Papieren am 15. Juli zu K bringt. K leistet eine Anzahlung von 10.000 Euro. Weil V viel zu tun hat, schafft er es am 15. Juli jedoch nicht, das Fahrzeug zu K zu fahren. Zwei Tage später wird der in der Garage des V stehende Rolls-Royce durch eine Explosion in einer auf dem Nachbargrundstück gelegenen Chemiefabrik zerstört. Wie ist die Rechtslage? Ja, hier tritt die Zerstörung nach Vertragsschluss ein. Mit der Besonderheit, dass erstens ein Liefertermin vereinbart worden ist, der wenige Tage vorher lag, und der weiteren Besonderheit, dass die Zerstörung jetzt nicht auf irgendeine Unachtsamkeit des V zurückzuführen ist, sondern auf eine Explosion in einer Chemiefabrik, also ein Umstand, der für V nicht zu vertreten ist. Ja, die Frage ist, wie verhält es sich jetzt mit den wechselseitigen Ansprüchen? Wie sieht das zunächst einmal mit den Rechten des K gegenüber V aus? Der primäre Erfüllungsanspruch, dass es schnell geprüft ist, zwar entstanden, aber hier eindeutig durch die Zerstörung des Fahrzeugs erloschen. Objektive Unmöglichkeit, damit der primäre Erfüllungsanspruch ausgeschlossen. Dem K bleiben nur Sekundäransprüche. Und das könnte insbesondere sein, ein Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung. Unmöglichkeit, das heißt, kein Fall ist 281 und es ist nachträgliche Unmöglichkeit. Die Explosion hat sich ja erst nach Vertragsschluss ereignet. Kein Fall ist 311a Absatz 2, sondern wir sind bei 283, also die Anspruchsgrundlage ist 280.1.3.2.83. Ja, in Gestalt des Kaufvertrages haben wir ein vertragliches Schuldverhältnis. Bei der Pflichtverletzung, nach überwiegender, meines Erachtens richtiger Auffassung, muss die Pflichtverletzung darin bestehen, dass infolge von Unmöglichkeit nicht geleistet wird, also der Leistungserfolg infolge Unmöglichkeit ausbleibt. Das ist die Pflichtverletzung, die wir für § 283 brauchen. Nichtleistung infolge Unmöglichkeit, Abgrenzung zu 281, da brauchen wir eine Nichtleistung trotz Möglichkeit, bei 283 eine Nichtleistung infolge Unmöglichkeit, hier unproblematisch gegeben, damit die erforderliche Pflichtverletzung, die objektive Pflichtverletzung gegeben. Ja, aber wie sieht das mit dem Vertreten müssen aus? Nach 280.1.2 brauchen wir für 280, für die Schadenersatzhaftung, auch für den Schadenersatz statt der Leistung, ein Vertreten müssen. Und beim Vertreten müssen, ja, wird es etwas schwierig, denn wir können natürlich keinen Vorsatz feststellen, aber auch keine Fahrlässigkeit auf Seiten des V. Er hatte nichts mit dieser Explosion in der Chemiefabrik zu tun. Allein der Umstand, dass er neben einer Chemiefabrik wohnt, das wird man nicht als sorgfaltswidrig ansehen können. Ja, wir haben also kein Verschulden des V. Ja, vielleicht haben Sie eine Idee, wie man vielleicht trotzdem zu einer Schadenersatzhaftung des V kommen könnte. Ja, bitte? Ja, was wollten Sie sagen, die Dame? Paragraph 287, ja, sehr schön. Das wäre in der Tat eine Vorschrift, die uns hier über das fehlende Verschulden hinweg helfen könnte. Paragraph 287, ja, normalerweise nur zu vertreten Vorsatzfahrlässigkeit haben wir in unserem Fall nicht. Und dementsprechend ist die Frage, greift hier eine Ausnahme vom Verschuldensprinzip ein? Und in der Tat könnte diese Ausnahme hier in 287 Satz 2 liegen, einer Sondervorschrift für den Fall des Schuldnerverzuges. Das bedeutet für uns, wir müssen jetzt gleich inzident prüfen, ob die Voraussetzungen des Schuldnerverzugs vorlagen. Ja, Paragraph 287, eine wichtige Vorschrift, wichtige Ausnahmevorschrift und auch beliebt für Klausurkonstellationen, weil man da nämlich eine etwas verschachtelte Prüfung des Verzuges mit einbauen kann. 287 sagt, der Schuldner hat während des Verzugs jede Fahrlässigkeit zu vertreten. Das heißt, wenn die Parteien zum Beispiel eine Beschränkung auf Vorsatz grobe Fahrlässigkeit vereinbart haben oder aber sich die aus dem Gesetz ergibt, auf eigenübliche Sorgfalt zum Beispiel, dann entfällt diese Haftungsprivilegierung während des Schuldnerverzuges. Der Schuldner haftet während des Verzuges für jede, also auch für leichte Fahrlässigkeit. Hilft uns aber nicht weiter, denn wir haben ja gar keine Fahrlässigkeit auf Seiten des V. Dann sagt 287 aber weiter, Satz 2, er haftet wegen der Leistung auch für Zufall,
Es sei denn, dass der Schaden auch bei rechtzeitiger Leistung eingetreten sein würde. Eine Haftung auch für Zufall, eine verschuldensunabhängige Haftung während des Schuldnerverzuges, das aber nur wegen der Leistung, das heißt nur in Bezug auf den Leistungsgegenstand, und das betrifft in erster Linie die Fälle der Unmöglichkeit, also des Untergangs des Leistungsgegenstandes. Das würde sich beispielsweise nicht beziehen auf die Verletzung bloßer Rücksichtnahmepflichten, aber in Bezug auf den Leistungsgegenstand wegen der Leistung wird während des Schuldnerverzuges auch für Zufall gehaftet. Das setzt allerdings voraus, dass erstens Schuldnerverzug eingetreten war, als die Unmöglichkeit eingetreten ist. Und zweitens sagt 287 Satz 2, es muss eine Kausalität bestehen, und zwar in dem Sinne, dass der Schaden bei rechtzeitiger Leistung nicht eingetreten wäre. Das müssen wir jetzt im Einzelnen prüfen. Und wenn wir zu dem Ergebnis kommen, 287 Satz 2 ist erfüllt, dann würde in der Tat der V hier auch für Zufall und dementsprechend verschuldensunabhängig für den Untergang des Rolls-Royce haften. Ja, Voraussetzungen des Schuldnerverzuges sind hier also inzident zu prüfen. Wir haben uns den Schuldnerverzug, den 286, schon einmal im Zusammenhang mit den Verzugszinsen angeschaut. 288, eine weitere Folge des Schuldnerverzuges. 286, leistet der Schuldner auf eine Mahnung des Gläubigers nicht, die nach dem Eintritt der Fälligkeit erfolgt, so kommt er durch die Mahnung in Verzug. Aus 286 Absatz 1 Satz 1 ergeben sich also folgende Voraussetzungen. Es ist von Schuldner und Gläubiger die Rede. Wir brauchen also ein Schuldverhältnis. Das kann wiederum jedes beliebige Schuldverhältnis sein, ein vertragliches, ein gesetzliches. Aber es muss sich aus dem Schuldverhältnis ein Leistungsanspruch ergeben. Ein fälliger, durchsetzbarer Leistungsanspruch des Gläubigers gegen den Schuldner muss bestehen. 286 sagt ja nach dem Eintritt der Fälligkeit, wo fällig steht, dort muss man immer in Gedanken hinzufügen, durchsetzbar. Wir brauchen also einen fälligen, durchsetzbaren Leistungsanspruch des Gläubigers gegen den Schuldner. Dann setzt 286 weiter im Grundsatz eine Mahnung voraus. Der Gläubiger muss den Schuldner, damit Schuldnerverzug eintritt, mahnen. Was bedeutet Mahnung? Mahnung ist nichts anderes als eine ernstliche Leistungsaufforderung. Wir werden darauf nochmal im nächsten Teil der Vorlesung beim eigentlichen Schuldnerverzug zurückkommen. Mahnung also nichts anderes als eine ernstliche Leistungsaufforderung, und die ist grundsätzlich erforderlich. Hier in unserem Fall müssen wir allerdings feststellen, hier hat der V, bevor es zu dieser, der K, bevor es zu dieser Explosion kam, den V nicht noch einmal eigens zur Leistung aufgefordert. Das heißt, hier könnte es an einer solchen Mahnung fehlen. Aber in bestimmten Fällen ist die Mahnung entbehrlich, beziehungsweise kann durch andere Handlungen des Gläubigers ersetzt werden. Gleichgestellt ist der Mahnung nach 286 1 2 die Erhebung der Klage oder die Zustellung eines Mahnbescheids im gesetzgerichtlichen Mahnverfahren. Also die gerichtliche Geltendmachung eines Anspruchs steht der Mahnung gleich. Das ist ja letztendlich die deutlichste Leistungsaufforderung, wenn man den anderen verklagt oder ein gerichtliches Mahnverfahren einleitet. Deutlicher kann man ja eine Leistungsaufforderung im Prinzip nicht aussprechen. Das steht also der Mahnung gleich. Und in den Fällen des 286.2 ist die Mahnung entbehrlich. Darauf kommen wir gleich noch einmal zurück. 286 Absatz 3 schließlich regelt Fälle, in denen ein Verzug auch ohne Mahnung eintritt. 286 Absatz 3 beruht auf der Zahlungsverzugsrichtlinie der Europäischen Union, die eigentlich ja nur gilt für den geschäftlichen Verkehr. Ich hatte das schon einmal erwähnt. Der europäische Gesetzgeber wollte im geschäftlichen Verkehr Zahlungen beschleunigen. Und eine der Regelungen, die die Richtlinie, die Zahlungsverzugsrichtlinie vorgibt, die ist dann in 286.3 eingeflossen. Der Schuldner einer Entgeltforderung kommt spätestens in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufforderung leistet. Das heißt, in diesen Fällen reicht die Erteilung einer Rechnung. 30 Tage später tritt automatisch ohne Mahnung Verzug ein. Ja, Mahnung also grundsätzlich erforderlich oder eine gleichgestellte Handlung oder aber Entbehrlichkeit der Mahnung. Und dann muss der Schuldner auf die Mahnung weiterhin nicht geleistet haben, aber trotz Möglichkeit, das ist eine wichtige Einschränkung sozusagen, beim Verzugstatbestand. Das ergibt sich aus der Systematik des Gesetzes. Wir haben ja für die Unmöglichkeit Sondervorschriften, 283 für den Schadenersatzanspruch, 326.5 für das Rücktrittsrecht. Und diese Sondervorschriften über die Unmöglichkeit verdrängen
den Schuldnerverzug. Die Leistung muss also noch möglich sein. Mit dem Eintritt der Unmöglichkeit endet automatisch auch der Schuldnerverzug, beziehungsweise kann der Schuldner gar nicht mehr in Verzug geraten. Ja, schließlich brauchen wir für den Schuldnerverzug auch ein Vertreten müssen. 286 Absatz 4 sagt, der Schuldner kommt nicht in Verzug, solange die Leistung infolge eines Umstands unterbleibt, den er nicht zu vertreten hat. Vertreten müssen also weitere Voraussetzungen für den Schuldnerverzug. Aber Sie sehen an der negativen Formulierung des 286 Absatz 4, das Vertreten müssen wird vermutet. Der Schuldner hat aber die Möglichkeit, sich zu entlasten. Das bedeutet aber eine Umkehr, eine Verlagerung der Beweislast auf den Schuldner. Nicht der Gläubiger muss nachweisen, dass der Schuldner die Nichtleistung zu vertreten hat, sondern der Schuldner muss sich entlasten, der Schuldner muss beweisen, dass er die Nichtleistung nicht zu vertreten hat. Ja, zurück zu unserem Fall. Wir waren ja bei der Frage des Vertretenmüssens innerhalb des Anspruchs auf Schadensersatz statt der Leistung, haben dort den 287 Satz 2 gesehen und als Ausnahme vom Verschuldensgrundsatz Haftung für Zufall, und das wiederum setzt Eintritt des Schuldnerverzuges voraus. Das müssen wir jetzt nach den Voraussetzungen, die wir uns gerade erarbeitet haben, inzident prüfen. Erste Voraussetzung Schuldnerverzug, zweite Voraussetzung Kausalität bei 287 Satz 2. Ja, für den Schuldnerverzug des V als des Schuldners bezüglich der Übergabe und Übereignung des Fahrzeugs brauchen wir ein Schuldverhältnis, das wir hier in Gestalt des Kaufvertrages haben. Aus dem Kaufvertrag müsste ein fälliger und durchsetzbarer Leistungsanspruch des Gläubigers, das heißt hier des K, gegen den Schuldner V erwachsen, hier auf Übergabe und Übereignung des Fahrzeugs. Das ist völlig unproblematisch. Im Zweifel sofortige Fälligkeit, 271 Absatz 1, und Durchsetzbarkeit, keine Anhaltspunkte für Leistungsverweigerungsrecht. Die Parteien haben darüber hinaus, das wäre dann der späteste Fälligkeitstermin, den 15.07. für die Lieferung des Fahrzeugs vereinbart. Spätestens dann also ist die Fälligkeit eingetreten. Und dann bedarf es grundsätzlich einer Mahnung seitens des Gläubigers, seitens des K. Da hatte ich schon gesagt, ja, an einer solchen Mahnung, an einer ernstlichen Zahlungsaufforderung nach Eintritt der Fälligkeit, nach dem 15.07. in unserem Fall, fehlt es auf Seiten des K. Das heißt, jetzt ist die Frage, war möglicherweise die Mahnung entbehrlich? Ja? Wir haben keine Mahnung, dementsprechend auch grundsätzlich keinen Verzugseintritt, es sei denn, die Mahnung war entbehrlich. Jetzt die Frage an Sie. Finden Sie irgendeinen Tatbestand, der die Mahnung in unserem Fall entbehrlich gemacht haben könnte? Ja, die Dame nochmal. Ja, ne, Paragraph 286 Absatz 2 Nummer 1, die kalendermäßige Bestimmung einer Leistungszeit. Das würde hier in unserem Fall in der Tat passen. Der Mahnung bedarf es nicht, wenn für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, eine kalendermäßige Bestimmung der Leistungszeit. Eine solche liegt immer dann vor, wenn man mithilfe des Kalenders bestimmen kann, wann spätestens muss geleistet werden. Das kann man mit einem ganz konkreten Datum machen, in unserem Fall 15. Juli. Das wäre ohne weiteres eine kalendermäßige Bestimmung, aber auch Angaben wie innerhalb von 2 Wochen wären eine kalendermäßige Bestimmung, denn dann weiß man spätestens nach Ablauf von 2 Wochen, ab dem Zeitpunkt, wo diese Äußerung getätigt worden ist, muss geleistet werden oder Ende des Monats, Ende des Jahres und so weiter. Man muss also nicht zwingend ein genaues Datum angeben, aber man muss die Angaben so machen, dass der Schuldner das Datum anhand des Kalenders ermitteln kann. Wenn es heißt, Ende des Monats muss er eben spätestens am 30. Juni beispielsweise die Leistung erbringen, Ende des Jahres spätestens am 31.12. und so weiter. Ja, das ist also mit der kalendermäßigen Bestimmung gemeint. Auch dem liegt ein Grundsatz, eine Regel des römischen Rechts zugrunde, die Regel dies interpellat pro homine, der Tag mahnt anstelle des Menschen. Ja, wenn man also einen Tag festsetzt, dann ersetzt das gewissermaßen die Mahnung durch den Menschen, dies interpellat pro homine. Ja, hier in unserem Fall haben wir in Gestalt des 15.07. eine solche kalendermäßige Bestimmung. Das heißt, mit Ablauf des 15.07. ist automatisch Schuldnerverzug eingetreten, ohne dass es einer Mahnung
bedurfte und da nach dem 15.07. seit des V weiterhin nicht geleistet worden ist, ist auch diese Voraussetzung der Nichtleistung erfüllt und in diesem Zeitpunkt bis zur Explosion war die Leistung auch noch möglich. Dementsprechend haben wir mit Ablauf des 15.07. Schuldnerverzug. Unter der weiteren Voraussetzung, das wäre der subjektive Tatbestand des Vertretenmüssens bezüglich der Nichtleistung auf Seiten des V. Das ergibt sich aus 286 Absatz 4. Kein Schuldnerverzug ohne Vertretenmüssen des Schuldners bezüglich der Nichtleistung. 286 Absatz 4. Der Schuldner kommt nicht in Verzug, solange die Leistung infolge eines Umstands unterbleibt, den er nicht zu vertreten hat. Und die negative Formulierung des 286 Absatz 4 als Ausschlusstatbestand, das zeigt wiederum die Beweislastverteilung. Es muss nicht der Gläubiger nachweisen, dass den Schuldner ein Vertreten müssen trifft, sondern umgekehrt, der Schuldner muss sich entlasten. Er muss nachweisen, dass ihn kein Vertreten müssen trifft. Das wird dem V hier wohl nicht gelingen. Er hat nichts vorgetragen, woraus sich ergeben würde, dass er am 15.07. und in den Tagen danach aus einem von ihm nicht zu vertretenen Grund nicht leisten konnte. Wir können also vom Vertreten müssen des V ausgehen. Das bedeutet, mit Ablauf des 15.07., also anders gesagt, ab dem 16. Juli 0 Uhr bestand Schuldnerverzug auf Seiten des V, befand sich der V im Schuldnerverzug und das Fahrzeug ist ja während des Schuldnerverzuges zerstört worden. Dafür würde er im Grundsatz für auch bei Zufall haften, es sei denn 287 Satz 2, es sei denn, dass der Schaden auch bei rechtzeitiger Leistung eingetreten wäre. Es muss also in diesem Sinne Kausalität des Verzuges für den Untergang des Leistungsgegenstandes bestehen. Das wäre das, was wir hier noch prüfen müssen, auch aus der negativen Formulierung des 287 Satz 2, zweiter Halbsatz. Es sei denn, können Sie entnehmen, dass wiederum den Schuldner die Nachweispflicht trifft dafür, dass der Schaden auch ohne Verzug eingetreten wäre. Hier in unserem Fall aber war ja der zeitliche Ablauf so, am 15.07., als die Leistung erbracht werden sollte, war diese noch möglich. Erst später ist es zur Explosion gekommen. Wäre am 15.07. geleistet worden, hätte sich das Fahrzeug nicht mehr neben der Fabrik befunden, wäre nicht zerstört worden. Dementsprechend wird dieser Nachweis, dass auch bei rechtzeitiger Leistung die Zerstörung des Fahrzeugs eingetreten wäre, von V nicht erbracht werden können. Das bedeutet, beide Voraussetzungen, erstens Schuldnerverzug, zweitens Kausalität im Sinne dieses Halbsatzes 2 sind erfüllt. Dementsprechend greift 287 Satz 2 ein und das bedeutet für die Leistung, insbesondere in Bezug auf den Untergang des Leistungsgegenstandes, haftet der Schuldner, der V, auch für Zufall ohne Rücksicht auf Verschulden, sodass wir im Ergebnis trotz fehlenden Verschuldens ein Vertreten müssen des V bejahen müssen. Ja, damit ist auch die subjektive Voraussetzung des 280.13.283 erfüllt. In subjektiver Hinsicht haben wir ein Vertreten müssen ohne Verschulden aufgrund der Sonderregelung des 287 Satz 2. Auch diese Voraussetzung ist erfüllt. Dementsprechend, dem Grunde nach, besteht ein Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung, auf das positive Interesse, das Erfüllungsinteresse und zur Ermittlung des ersatzfähigen Schadens wenden wir wieder die Differenzmethode an. Das heißt, wir schauen uns an, wie wäre die hypothetische Vermögenssituation des Gläubigers bei ordnungsgemäßer Leistung. Ihm wäre dann ein Rolls-Royce im Wert von 45.000 Euro übereignet worden, Gegenzahlung eines Kaufpreises von 40.000. Das heißt, dann wäre ein Vermögenszuwachs eingetreten auf Seiten des Gläubigers K von 5.000 Euro. Ja, das ist der Betrag, um den der Marktwert des Fahrzeugs den gezahlten Kaufpreis überstieg, den theoretisch gezahlten Kaufpreis überstieg. Ja, wie sieht das jetzt aus? Infolge der Nichtleistung, infolge des Ausbleibens der Leistung. Der K hat das Fahrzeug nicht bekommen, hat also kein Fahrzeug im Wert von 45.000. Er hat zwar nicht 40.000 gezahlt, aber immerhin 10.000 Euro gezahlt. Und wenn wir das miteinander vergleichen, bei ordnungsgemäßer Leistung hätte es einen Vermögenszuwachs von 5.000 gegeben. Jetzt hat es sogar eine Vermögenseinbuße durch diese Kaufpreisanzahlung von 10.000 gegeben. Das bedeutet, wir haben einen ersatzfähigen Schaden von 15.000 Euro. Ja, und in Bezug auf den schon gezahlten Kaufpreis,
Da gilt ja der Grundsatz, der schon gezahlte Kaufpreis oder Teile des schon gezahlten Kaufpreises können im Rahmen des Schadenersatzes statt der Leistung immer als, ja, den Begriff müssten Sie bei Herrn Terranien gehört haben, was ist der gezahlte Kaufpreis im Rahmen des Schadenersatzes statt der Leistung? Ja? Ja, das positive Interesse, aber der gezahlte Kaufpreis kann immer als Mindestschaden verlangt werden. Ja, das ist immer der sogenannte Mindestschaden. Man geht von der Gleichwertigkeit von Leistung und Gegenleistung bei gegenseitigen Verträgen aus. Das bedeutet, wenn man den Kaufpreis schon gezahlt hat und den Schaden nicht konkret beziffern kann, weil man ein Sachverständigengutachten zum Beispiel über den Wert des Fahrzeugs einholen müsste, dann kann man immer hingehen und sagen, ich möchte auf jeden Fall als Schadenersatz statt der Leistung meinen Kaufpreis, den ich schon gezahlt habe, zurückhaben. Das ist der sogenannte Mindestschaden, ausgehend von der Vermutung von der Gleichwertigkeit von Leistung und Gegenleistung. Und dementsprechend können auch hier die 10.000 als Mindestschaden schon gezahlter Kaufpreis zurückverlangt werden, plus dann der entgangene Gewinn, macht also im Saldo 15.000. So, Schadenersatzanspruch statt der Leistung besteht. Dann das stellvertretende Commodum. Wie sieht das damit aus? Wir haben in Gestalt des Kaufvertrages ein Schuldverhältnis. Es ist ein Leistungsanspruch aus diesem Schuldverhältnis gegeben, Anspruch auf Übergabe und Übereignung des Fahrzeugs, Unmöglichkeit eingetreten. Auch diese Voraussetzung ist erfüllt. Für 285 brauchen wir keinen vertreten müssen, noch nicht einmal eine Pflichtverletzung. Es reicht der bloße Umstand aus, dass der Schuldner von der Leistung nach 275 befreit wurde. Diese Voraussetzung erfüllt. Ersatzanspruch wäre wieder die Versicherungsleistung entsprechend dem Wert des Fahrzeugs 45.000 Euro. Und wenn der die Versicherungsleistung und das stellvertretende Commodum geltend machen würde, dann müsste er sich das nach 285 Absatz 2 auf seinen Schadenersatzanspruch anrechnen lassen. Er müsste dann nach 326.3 Satz 1 auch den restlichen Kaufpreis zahlen, also weitere 30.000 zahlen, würde dann aber die Versicherungsleistung von 45.000 bekommen und einen Schaden hätte er dann nicht mehr, weil er ja durch diese Versicherungsleistung mehr bekommt, als er seinerseits gezahlt hat. Ja, dann, wir haben ja hier die Konstellation, dass ein Teil des Kaufpreises schon gezahlt worden ist. Und da haben wir schon kennengelernt den 326 Absatz 4. Wir wissen schon, dass der Anspruch auf die Gegenleistung bei gegenseitigen Verträgen mit dem Eintritt der Unmöglichkeit der Leistung grundsätzlich erlischt. 326.1.1, ja, mit dem Anspruch auf die Leistung erlischt auch bei gegenseitigen Verträgen der Anspruch auf die Gegenleistung. Wie ist das, wenn die Gegenleistung schon erbracht worden ist? Da haben wir, wie ich gestern schon gesagt habe, eine spezielle Anspruchsgrundlage, nämlich 326 Absatz 4. Soweit die nach dieser Vorschrift nicht geschuldete Gegenleistung bewirkt ist, kann das Geleistete nach den 346 folgende, nach den rücktrittsrechtlichen Vorschriften zurückgefordert werden. Das, wie schon gesagt, eine spezielle Anspruchsgrundlage für die Fälle, in denen Unmöglichkeit der Leistung eingetreten ist, infolgedessen nach 326.1 eine Leistungsbefreiung des Gläubigers von der Gegenleistungspflicht eingetreten ist, der Gläubiger aber die Gegenleistung schon gezahlt hat, spezielle Anspruchsgrundlage 326 Absatz 4, die das Bereicherungsrecht, das hier normalerweise einschlägig wäre, man hat eine Leistung erbracht, die nicht geschuldet war, das wäre eigentlich ein Fall der ungerechtfertigten Bereicherung, 812 folgende, 326 Absatz 4 verdrängt aber die ungerechtfertigte Bereicherung, die deutlich ungünstiger ist, Entreicherungseinwand des Schuldners nach 818 Absatz 3. Diese Vorschriften des Bereicherungsrechts werden also durch die Sondervorschrift des 326 Absatz 4 verdrängt. Das ist eine Anspruchsgrundlage, die automatisch eingreift. Es tritt ja automatisch bei gegenseitigen Verträgen nach 326.1.1 die Leistungsbefreiung ein und automatisch erwächst damit auch der Anspruch aus 326.4. Das ist ein Vorteil im Vergleich zum Rücktrittsrecht, denn das muss man erst einmal durch entsprechende Erklärung ausüben, durch Gestaltungserklärung ausüben, wohingegen der Anspruch aus 326.4 automatisch Kraftgesetzes entsteht mit dem Eintritt der Unmöglichkeit der Leistung und der damit einhergehenden Befreiung von der Verpflichtung zur Gegenleistung nach 326 Absatz 1. Ich hatte bereits erwähnt, das ist auch die Anspruchsgrundlage, nach der Sie bei behördlicher Schließung des Fitnessstudios, wie der BGH jetzt kürzlich entschieden hat, im Anschluss an einen Aufsatz, den ich vorher in der NJW veröffentlicht habe, 326 Absatz 4 auch die Anspruchsgrundlage, wenn Sie die bereits gezahlte
Vergütung für die Monate der Schließung zurückverlangen möchten. Bei 26.4 ist da die richtige Anspruchsgrundlage. Und damit können Sie jetzt an die Fitnessstudios herantreten, das Geld zurückfordern. Ich glaube nicht, dass die sich dagegen noch sträuben werden. Der BGH hat das sehr eindeutig entschieden. Ja, Voraussetzung für diesen Anspruch aus 326 Absatz 4, gegenseitiger Vertrag, das gilt ja für alle Vorschriften der 320 folgende, gegenseitiger Vertrag hier in Gestalt des Kaufvertrages, dann muss die Gegenleistung ganz oder teilweise schon bewirkt sein, soweit heißt es ja in 326 Absatz 4, also es ist nicht erforderlich, dass die Gegenleistung komplett bewirkt worden ist, es reicht aus, wenn wie in unserem Fall ein Teil der Gegenleistung bewirkt worden ist, dann kann eben dieser bereits geleistete Teil zurückgefordert werden. Ja, und 326.4 setzt voraus, die Gegenleistung darf nach 326 nicht geschuldet sein. Und Sie würden dann hier inzident prüfen, bestand ein Ausschluss der Verpflichtung zur Gegenleistung nach Maßgabe des 326. Und da haben wir eben die Grundregel des 326.1.1. Mit dem Eintritt der Unmöglichkeit der Leistung erlischt der Anspruch auf die Gegenleistung, es sei denn, es greift ein Ausnahmetatbestand ein. In unserem Fall war, wie wir gesehen haben, die Leistung unmöglich, Fahrzeug zerstört, damit grundsätzlich Erlöschen des Anspruchs auf die Gegenleistung, es sei denn, eine Ausnahme greift ein. Und ernsthaft in Betracht kommt hier in unserem Fall wieder nur der 326 Absatz 3 Satz 1. Wenn das stellvertretende Kommodum geltend gemacht wird, dann bleibt die Verpflichtung zur Gegenleistung bestehen. Dann bleibt ja das Synalagma intakt, zwar nicht mit der ursprünglichen Leistung, aber eben mit dem Ersatz. Und dann muss man im Gegenzug auch so 326 Absatz 3 Satz 1 die Gegenleistung erbringen. Ja, wenn in unserem Fall der K sich wieder entschließt, das stellvertretende Kommodum nach 285.1 geltend zu machen, dann würde der Anspruch auf die Gegenleistung bestehen bleiben und dann käme es nicht zu einem Erlöschen, dann könnte er natürlich auch den Kaufpreis nicht zurückfordern, den er schon gezahlt hat, sondern im Gegenteil, er müsste dann noch die restlichen 30.000 zahlen, er würde zur Gegenleistung verpflichtet bleiben. Ja, wenn er sich gegen das stellvertretende Kommodum entschließt, dann haben wir aber keinen weiteren Ausnahmetatbestand und dann könnte hier tatsächlich nach 326 Absatz 4 die Rückzahlung der bereits erbrachten Leistung, die Rückzahlung also des bereits angezahlten Kaufpreises von 10.000 Euro verlangt werden. Und das eben verschuldensunabhängig, das wiederum ein Unterschied zum Schadenersatzanspruch. Auch nach 283 kann ja als Mindestschaden der bereits gezahlte Kaufpreis zurückgefordert werden. Da brauchen wir aber ein Verschulden. Für 326.4 brauchen wir kein Verschulden. Und ein weiterer Unterschied, das ist aber dann der Nachteil des 326.4. Ein entgangener Gewinn kann über den 326.4 nicht verlangt werden. Dafür brauchen wir wieder den Schadenersatzanspruch. Dafür brauchen wir ein Verschulden. Ja, hier in unserem Fall also auch das eine Grundlage für eine Rückzahlung, allerdings nur der 10.000 Euro. Wie gesagt, den entgangenen Gewinn von 5.000 bekommt man über den 326.4 nicht. Ja, und dann schließlich noch ein Rücktrittsrecht, das erwähne ich hier noch der Vollständigkeit halber, das hier aber keine eigenständige Bedeutung hat. Wir haben ja schon den kraftgesetzesbestehenden Rückzahlungsanspruch aus 326.4. Das Rücktrittsrecht ist daneben nicht wirklich erforderlich. Ich hatte gestern erläutert, in welchen Fällen das Rücktrittsrecht Bedeutung haben kann. Hier nicht. Pro forma, Sie sind ja nach allen Rechten, die hier bestehen, gefragt. Müssen wir das auch noch kurz prüfen. Voraussetzungen erfüllt, gegenseitiger Vertrag, fällige durchsetzbare Leistung in Folge und Möglichkeit nicht erbracht, Fristsetzung entbehrlich, kein Ausschluss ersichtlich. Also ein Rücktrittsrecht besteht. Das muss dann durch entsprechende Rücktrittserklärung ausgeübt werden und dann würde ebenfalls ein Anspruch auf Rückzahlung der 10.000 nach 346 Absatz 1 bestehen nach dem Rücktrittsfolgenrecht. Dann aber unmittelbar nach 346.1 und nicht über den Umweg über 326.4. Ja, der Gegenleistungsanspruch, das haben wir im Prinzip schon beantwortet im Rahmen der Prüfung des 326.4. Da haben wir nämlich das Erlöschen nach 326.1 keine Ausnahme gegeben. Das können wir hier schnell machen. Dementsprechend ist also der Anspruch auf die Gegenleistung erloschen. Es sei denn, es wird der Anspruch auf das stellvertretende Kommodum geltend gemacht. Das würde nach 326 Absatz 3 Satz 1 zum Fortbestehen des Gegenleistungsanspruchs führen. Ja, in diesem Fall müsste also die Gegenleistung
die restliche Gegenleistung erbracht werden könnte, also nicht die schon erbrachte zurückgefordert werden, sondern müsste im Gegenteil noch die restliche Kaufpreiszahlung geleistet werden. Das aber nur dann, wenn der Anspruch auf das stellvertretende Kommodum geltend gemacht wird. So, das also zur Unmöglichkeit der Leistung. Ja, und wenn Sie einen Fall der Unmöglichkeit haben, hilft Ihnen immer der 275 Absatz 4 weiter. Da stehen nämlich alle Vorschriften drin, an die Sie denken müssen. Ja, das ist für die Klausur immer ganz hilfreich. Hat der Gesetzgeber Ihnen freundlicherweise alles aufgelistet. Und diese Vorschriften müssten Sie dann prüfen. Und wir haben die einzelnen Rechtsbehelfe in den Fällen der Unmöglichkeit besprochen. Ich hatte bereits erwähnt, in Fall 34 geht es um eine Sonderproblematik im Zusammenhang mit der Unmöglichkeit, nämlich die beiderseits zu vertretende Unmöglichkeit. Das will ich jetzt an dieser Stelle aber, wie gesagt, nicht im Detail mit Ihnen besprechen. Das können Sie sich dann zu Hause genauer anschauen. Da finden Sie also in den Folien die vollständige Lösungsgliederung und auch Leitlinien dazu mit einer vollständigen Musterlösung. Das will ich aber jetzt hier an dieser Stelle überspringen. Ja, wir haben sehr viel Stoff und diesen Fall will ich deswegen hier aussparen. Stattdessen machen wir jetzt weiter mit der nächsten Leistungsstörung. Ja, Sie sehen also, der Fall ist schon recht umfangreich. Das würde jetzt hier doch zu viel Zeit kosten, den im Einzelnen zu besprechen. Wir machen stattdessen weiter mit einer weiteren Leistungsstörung, die wir gerade schon besprochen haben, inzident besprochen haben im Rahmen des 287 Satz 2, nämlich dem Schuldnerverzug. Das ist also unser nächstes Thema, Schuldnerverzug. Und beim Schuldnerverzug, da haben wir es mit einer Leistungsstörung zu tun, die auch die Möglichkeit der Leistung voraussetzt, ganz ähnlich wie die Nichtleistung trotz Möglichkeit 281.323. Aber die Besonderheit beim Schuldnerverzug ist, hier geht es nur um die vorübergehende Nichterbringung der Leistung trotz Möglichkeit. Hier geht es um die verspätete Leistung. Ja, das ist die Charakteristik des Schuldnerverzuges. Beim Schuldnerverzug bleibt die Leistung nicht endgültig aus, sondern sie wird nur vorübergehend nicht erbracht. Die Leistung wird verspätet erbracht. Und beim Schuldnerverzug geht es um die Rechtsfolgen spezifisch für diese Zeit der Verzögerung der Leistung und nicht eben um die Rechtsbehelfe im Falle des endgültigen Ausbleibens der Leistung. Bei endgültigem Ausbleiben der Leistung haben wir insbesondere einen Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung, weil die Leistung ja endgültig ausbleibt. Beim Schuldnerverzug geht es dagegen nicht um Schadenersatz statt der Leistung, sondern nur um Schadenersatz für die Zeit der Verzögerung, um Schadenersatz wegen Verzögerung der Leistung. 280 Absatz 2 regelt diesen besonderen Schadensersatzanspruch wegen Verzögerung der Leistung, Paragraph 280 Absatz 2. Schadensersatz wegen Verzögerung der Leistung kann der Gläubiger nur unter der zusätzlichen Voraussetzung des 286, also bei Eintritt des Schuldnerverzuges, verlangen. Das ist ein Rechtsbehelf, Schadenersatz wegen Verzögerung der Leistung. Wir haben einen anderen Rechtsbehelf schon kennengelernt im Falle des Schuldnerverzugs. Was wäre ein weiterer Rechtsbehelf spezifisch für den Fall des Schuldnerverzuges, den wir schon kennengelernt haben? Wenn Sie sich zurückerinnern an eine schon länger zurückliegende Vorlesungsstunde, was ist eine weitere Rechtsfolge des Schuldnerverzuges? Was muss der Schuldner bei Eintritt des Schuldnerverzuges zahlen? Ja? Die Verzugszinsen, Paragraph 288 BGB. Ja, das wäre also ein weiterer spezifisch an den Schuldnerverzug anknüpfender Rechtsbehelf. Ja, Schuldnerverzug also, die Leistung ist noch möglich, sie bleibt aber nicht endgültig aus, sondern sie wird nur vorübergehend nicht erbracht, sie wird verspätet erbracht. Das kennzeichnet für den Schuldnerverzug. Ja, dann noch eine weitere Besonderheit für den Schuldnerverzug, und diese Besonderheit besteht darin, dass wir hier unionsrechtliche Vorgaben haben. Ja, für die anderen Rechtsbehelfe haben wir die im Prinzip nicht, für die Nichtleistung trotz Möglichkeit, für die Unmöglichkeit, da gibt es keine unionsrechtlichen Vorgaben, ja, für den Bereich des Kaufrechts in Gestalt der Warenkaufrichtlinie, aber darüber hinausgehend nicht. Anders ist das für den Schuldnerverzug, da haben wir unionsrechtliche Vorgaben in Gestalt der schon erwähnten Zahlungsverzugsrichtlinie der EU in der ursprünglichen Fassung aus dem Jahr 2000, dann noch einmal novelliert, neu erlassen
im Jahre 2011. Zahlungsverzugsrichtlinie. Die Zahlungsverzugsrichtlinie hat die Zielsetzung ausnahmsweise nicht des Verbraucherschutzes, wie viele andere Richtlinien der EU im Bereich des Vertragsrechts, sondern da geht es um den geschäftlichen Verkehr. Man will Zahlungsverzögerungen im geschäftlichen Verkehr entgegentreten mit dieser Zahlungsverzugsrichtlinie. Man will Zahlungen im geschäftlichen Verkehr beschleunigen und das eben aus der Erkenntnis heraus, dass für viele Unternehmen die zögerliche Zahlung ihrer Kunden zu Liquiditätsschwierigkeiten bis hin zur Insolvenz führt. Zahlungen im geschäftlichen Verkehr will der europäische Gesetzgeber unionsweit beschleunigen. Das eben mit dieser Zahlungsverzugsrichtlinie und einzelne Vorschriften über den Schuldnerverzug beruhen auf dieser Zahlungsverzugsrichtlinie. Wir haben zum Teil eine überschießende Umsetzung. Die Vorgaben gelten nur für den geschäftlichen Verkehr, also gerade nicht für den Verkehr mit Verbrauchern. Der deutsche Gesetzgeber hat aber Teile der Zahlungsverzugsrichtlinie auch allgemein, das heißt auch für im Verhältnis zu Verbrauchern oder von Verbrauchern untereinander umgesetzt. Ja, und noch einmal die Stellung des Schuldnerverzugs in der Systematik der Leistungsstörungen zu verdeutlichen. Wir sind hier immer noch bei der schuldnerspezifischen Leistungsstörung der Pflichtverletzung und beim Schuldnerverzug, da besteht die Pflichtverletzung des Schuldners darin, dass er trotz Möglichkeit vorübergehend nicht leistet, verspätet leistet. Die Leistung bleibt also nicht endgültig aus, sondern nur vorübergehend wird die Leistung nicht erbracht. Das wäre also ein Unterfall der Nichtleistung trotz Möglichkeit, aber hier kommt es nicht zum endgültigen Ausbleiben der Leistung, sondern lediglich zu einer Verzögerung. So, das wollen wir uns gleich anhand des nächsten Falles veranschaulichen, Fall 35, folgender Sachverhalt. Lola Lotta L., die eine Modeboutique in Kiel betreibt, hat bei der Hamburger Textilgroßhändlerin Tabea Taube T. diverse Kleidungsstücke aus der Sommerkollektion zum Preis von insgesamt 2.500 Euro bestellt. Es wurde vereinbart, dass T. die Ware bis zum 1. Juni liefern und L. den Kaufpreis bis zum 15. Juni zahlen sollte. Während T. pünktlich zum vereinbarten Termin geliefert hat, bleibt die Zahlung der L. aus. Nachdem T. die L. zunächst mehrfach selbst ohne Erfolg telefonisch und schriftlich an die Zahlung erinnert hat, beauftragt T. Mitte Juli den Rechtsanwalt Stefan Stoff S., die L. durch anwaltliches Schreiben zur Zahlung des Kaufpreises aufzufordern. Nach Erhalt des Schreibens des S. überweist L. am 31. Juli schließlich doch den Betrag von 2.500 Euro. Kein endgültiges Ausbleiben der Leistung, aber sie leistet verspätet. Hiermit will T. sich jetzt aber nicht mehr zufrieden geben. Sie verlangt von L. darüber hinaus noch die Zahlung von Verzugszinsen, die Erstattung der durch die Beauftragung des S. angefallenen Rechtsanwaltskosten in Höhe von 300 Euro, sowie zusätzlich die Zahlung einer Verzugspauschale von 40 Euro. Zu Recht. Ja, hier werden also drei Ansprüche geltend gemacht. Erstattung der Rechtsanwaltskosten, Verzugszinsen und eine Verzugspauschale von 40 Euro. Ja, alles, wie Sie sehen, knüpft an den Schuldnerverzug an und wir wollen uns einmal anschauen, wie das mit den Ansprüchen hier aussieht. Sie finden, das habe ich Ihnen auch in den Sachverhalt mit aufgenommen bzw. drangehängt, noch einen Auszug aus der Zahlungsverzugsrichtlinie der EU. Die Zahlungsverzugsrichtlinie wird uns nämlich bei der Falllösung noch beschäftigen, weil wir hier zum Teil Vorschriften haben, die auf die Zahlungsverzugsrichtlinie zurückgehen. Ja, hier sehen Sie die ganz wichtige Vorschrift des Artikels 3 der Zahlungsverzugsrichtlinie. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass im Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen, ja, das ist der Anwendungsbereich der Zahlungsverzugsrichtlinie, nichts mit Verbrauchern, im Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen, der Gläubiger Anspruch auf Verzugszinsen hat, ohne dass es einer Mahnung bedarf, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind und so weiter. Das ist also der persönliche Anwendungsbereich der Zahlungsverzugsrichtlinie, der Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen. Und hier sehen Sie dann auch eine Regelung zu dieser Verzugspauschale. Das kann ich auch schon mal vorwegnehmen. Wir kommen nochmal darauf zurück bei der Falllösung. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in Fällen, in denen gemäß Artikel 3 oder und so weiter Verzugszinsen zu zahlen sind, also Schuldnerverzug eingetreten ist, der Gläubiger gegenüber dem Schuldner einen Anspruch auf Zahlung eines Pauschalbetrags von mindestens 40 Euro hat. Auch das unionsrechtlich vorgegeben. So, wir schauen uns zunächst einmal an, den Anspruch auf Verzugszinsen, der hier geltend gemacht wird. Und da haben wir schon die Anspruchsgrundlage kennengelernt, zum früheren Zeitpunkt hier in der Vorlesung, Paragraph 288 BGB.
Der Anspruch auf Verzugszinsen 288 Absatz 1 Satz 1. Eine Geldschuld ist während des Verzugs zu verzinsen. Ja, eine ganz einfache, ganz schlichte Regelung. Eine Geldschuld ist während des Verzugs zu verzinsen. Welche Voraussetzungen lassen sich diesem sehr kurzen, sehr unscheinbaren Satz entnehmen? Zunächst einmal, es muss ein Schuldverhältnis bestehen, gleich welcher Art, gesetzlich, vertraglich. Im Prinzip jedes Schuldverhältnis kann unter 281 Satz 1 fallen. Hier in unserem Fall in Gestalt des Kaufvertrags. Ja, dann der allgemeine Grundsatz zu verzinsen sind nur Geldschulden. Nur bei Geldschulden sind Zinsen überhaupt vorstellbar. Zinsen sind ja immer eine Vergütung für die Überlassung von Geld, für die Überlassung von Kapital, in der Regel in einem bestimmten Bruchteil, also Prozentsatz des Kapitals bemessen. Zinsen sind generell nur bei Geldschulden denkbar und auch 288 sagt, eine Geldschuld ist während des Verzugs zu verzinsen. Hier in unserem Fall haben wir aus dem Kaufvertrag eine Geldschuld in Gestalt der Kaufpreisverbindlichkeit, insoweit also eine Geldschuld gegeben. Ja, und dann die zentrale Voraussetzung, es muss bezüglich der Geldschuld Schuldnerverzug eingetreten sein. Das heißt, an dieser Stelle prüfen wir jetzt inzident wieder die Voraussetzungen des Schuldnerverzugs und zwar bezogen auf den Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises, auf den Anspruch aus 433.2. Ja, die Voraussetzungen des Schuldnerverzuges ergeben sich aus 286. Wir haben eben im Zusammenhang mit 287 schon die Voraussetzungen des Schuldnerverzugs uns angeschaut, aus 286 sozusagen abgeleitet. 286 Absatz 1 Satz 1 sagt, leistet der Schuldner auf eine Mahnung des Gläubigers nicht, die nach dem Eintritt der Fälligkeit erfolgt, so kommt er durch die Mahnung in Verzug. Was brauchen wir also? Ein Schuldverhältnis zunächst einmal. Auch hier kann wieder jedes beliebige Schuldverhältnis erfasst sein, vertraglich, gesetzlich. Das spielt keine Rolle. Es muss nur ein Schuldverhältnis sein, aus dem eine Leistungspflicht folgt, nämlich ein fälliger, durchsetzbarer Leistungsanspruch des Gläubigers gegen den Schuldner muss aus diesem Schuldverhältnis erwachsen, der nicht zwingend auf Geldleistung gerichtet sein muss, aber die Geldschuld ist Voraussetzung für Verzugszinsen. Man kann aber natürlich auch mit anderen Ansprüchen in Verzug geraten, auch mit dem Anspruch Lieferung der Kaufsache kann man in Verzug geraten. Also der Verzug als solcher ist kein Spezifikum für Geldschulden, in der Praxis schon am wichtigsten für Geldschulden, gerade eben wegen dieses Anspruchs auf Ersatz der Verzugszinsen. Aber in Verzug kommen kann man mit Leistungspflichten jeder Art. Ja, Fälligkeit und Durchsetzbarkeit, das muss man immer zusätzlich ergänzen, wenn im Gesetz von Fälligkeit die Rede ist. Nach Fälligkeit leistet der Schuldner nicht, also es muss Fälligkeit des Leistungsanspruchs gegeben sein und der Leistungsanspruch muss durchsetzbar sein. Es dürfen also keine Leistungsverweigerungsrechte bestehen. Sie erinnern sich, ein Leistungsverweigerungsrecht, was den Verzugseintritt schon durch sein objektives Bestehen hindert, wäre die Einrede des nicht erfüllten Vertrages, § 320. Da reicht schon das bloße objektive Bestehen aus, um den Verzugseintritt zu hindern oder den Verzug zu beenden, wohingegen das allgemeine Zurückbehaltungsrecht aus 273 den Verzugseintritt nur und erst dann hindert, wenn der Schuldner sich darauf beruft. Das wären also mögliche Leistungsverweigerungsrechte, die den Verzugseintritt hindern können. Und denken Sie immer dran, 320, weil wir hier diese natürliche synallagmatische Verknüpfung zwischen Leistung und Gegenleistung haben, § 320, da hindert schon das bloße Bestehen der Einrede den Verzugseintritt, wohingegen Sie beim allgemeinen Zurückbehaltungsrecht 273 die Berufung des Schuldners auf dieses Leistungsverweigerungsrecht brauchen, damit der Verzugseintritt gehindert wird. Ja, dann muss grundsätzlich, und das ist sozusagen das zentrale Element des Schuldnerverzuges, grundsätzlich nach Fälligkeit eine Mahnung erfolgt sein. 286 sagt ja, leistet der Schuldner auf eine Mahnung des Gläubigers nicht, die nach Eintritt der Fälligkeit erfolgt. Es muss also nach Fälligkeit eine Mahnung seitens des Gläubigers erfolgt sein, damit der Schuldner in Verzug gerät. Ja, was ist eine Mahnung? Das hatten wir schon besprochen. Eine ernstliche Leistungsaufforderung des Gläubigers an den Schuldner. Das kann ausdrücklich auch konkludent erfolgen. Diese Mahnung ist keine Willenserklärung, denn was ist der Unterschied zwischen geschäftsähnlicher Handlung und Willenserklärung? Erinnern Sie sich vielleicht aus der Vorlesung BGBAT. Warum ist die Mahnung keine Willenserklärung, sondern eine sogenannte geschäftsähnliche Handlung? Was ist da der Unterschied? Es gelten die Regeln für Willenserklärungen entsprechend, aber die Mahnung ist keine Willenserklärung, denn
die Willenserklärung, die setzt voraus, dass die Rechtsfolge vom Willen des Erklärenden umfasst ist. Und bei der Mahnung muss das nicht der Fall sein. Bei der Mahnung tritt diese Rechtsfolge des Schuldnerverzuges ein, auch ohne, dass das vom Willen des Erklärenden umfasst sein muss. Deswegen ist die Mahnung eine sogenannte geschäftsähnliche Handlung. Es kommt also nicht darauf an, ob der Erklärende den Willen hat, den Verzug herbeizuführen, sondern mit der Mahnung tritt automatisch Verzug ein, selbst wenn das gar nicht vom Erklärenden gewollt sein sollte. Das ist der Unterschied zur Willenserklärung. Eine Willenserklärung zeitigt nur die Rechtsfolgen, die vom Willen umfasst sind. Eine geschäftsähnliche Handlung führt dagegen Rechtsfolgen herbei, die nicht notwendig vom Willen des Erklärenden umfasst sein müssen, wie bei der Mahnung. Mahnung also eine geschäftsähnliche Handlung. Die Regeln über Willenserklärungen gelten aber entsprechend. Ja, grundsätzlich eine Mahnung erforderlich. Ich hatte bereits erwähnt, 286 Absatz 1 Satz 2 sagt, die Klageerhebung und die Einleitung des gerichtlichen Mahnverfahrens stehen der Mahnung gleich. Das sind ja die stärksten Formen der Leistungsaufforderung. Wenn ich jemanden vor Gericht verklage, deutlicher kann ich ja die Leistungsaufforderung eigentlich nicht formulieren. Ja, dann haben wir in 286 Absatz 2 einige Fälle, in denen die Mahnung entbehrlich ist. Und wir haben auch in 286.3 Fälle des Verzugseintritts ohne Mahnung. Und 286.3 beruht wiederum auf der Zahlungsverzugsrichtlinie der EU. 286 Absatz 3 sagt der Schuldner eine Entgeltforderung. Ja, was ist eine Entgeltforderung? Das ist erstens eine Geldforderung, Geld mit D. Aber hinzukommen muss, damit es eine Entgeltforderung ist, dass diese Geldforderung die Gegenleistung für eine andere Leistung ist. Ja, das muss also bei der Entgeltforderung dazukommen. Der Schuldner einer Entgeltforderung kommt spätestens in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufstellung leistet. Automatischer Verzugseintritt 30 Tage nach Erhalt einer Rechnung. Dies gilt allerdings gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, nur wenn auf diese Folge in der Rechnung oder Zahlungsaufstellung besonders hingewiesen worden ist. Hier sehen Sie die Herkunft dieser Regelung aus der Zahlungsverzugsrichtlinie, die ja eigentlich auf den Geschäftsverkehr, also auf den Verkehr unter Unternehmen beschränkt ist. Den Verbraucher soll diese recht einschneidende Rechtsfolge nur treffen, wenn er darauf hingewiesen worden ist. Ja, das ist also ein weiterer Fall des Verzugs ohne Mahnung, 286 Absatz 3. Ja, und dann muss nach der Mahnung oder nach dem Umstand, der die Mahnung entbehrlich gemacht hat, weiterhin keine Leistung erfolgt sein seitens des Schuldners, trotz Möglichkeit, wie schon gesagt, die Unmöglichkeit beendet den Verzug, beziehungsweise die Unmöglichkeit führt dazu, dass gar nicht erst Verzug eintreten kann. Und wir brauchen für den Verzugseintritt ein Verschulden vertreten müssen, 286 Absatz 4. Auch das haben wir schon besprochen. Der Schuldner kommt nicht in Verzug, solange die Leistung infolge eines Umstands unterbleibt, den er nicht zu vertreten hat. Zu 286 Absatz 4 noch der Hinweis. Diese Vorschrift ist nur dann relevant, wenn Sie den Verzug außerhalb eines Schadenersatzanspruchs prüfen, wenn Sie den Verzug im Rahmen des Anspruchs auf Schadenersatz wegen Verzögerung der Leistung prüfen, das wäre 280.1 und 2.286, dann folgt ja schon aus 280.1.2 das Verschuldenserfordernis. Das heißt, in diesem Fall ist 286.4 überflüssig, 286.4 nur dort relevant, wo wir außerhalb des Schadensersatzanspruchs Rechtsfolgen des Verzugs prüfen. Und da müssen wir eben das Verschuldenserfordernis, das Erfordernis des Vertretenmüssens aus 286.4 herleiten. Ja, Mahnung bedeutet eine ernstliche Leistungsaufforderung. Es darf also nicht bloß als höfliche Bitte, könnten Sie vielleicht, oder ähnlich formuliert sein. Es muss schon hinreichend bestimmt sein, hinreichend ernstlich sein. Das kann aber, wie das Landgericht Frankfurt gesagt hat, durchaus auch in Versform erfolgen. Das Mahnen, Herr, ist eine schwere Kunst. Sie werden es oft am eigenen Leib verspüren. Man will das Geld, doch will man auch die Gunst des werten Kunden nicht verlieren. Allein der Stand der Kasse zwingt uns doch, ein Kurzgesuch bei Ihnen einzureichen. Sie möchten uns, wenn möglich, heute noch die unten aufgeführte Schuld begleichen. Also auch in Gedichtform kann man wirksam mahnen. Das hat das Landgericht Frankfurt als hinreichend ernstlich angesehen. Das ist aber immer eine Gratwanderung sozusagen. Ja, wo ist es dann doch zu humoresk, wo ist es nicht mehr ernstlich genug und wo haben wir dann doch hinreichende Ernstlichkeit? Also sinnvoll ist es natürlich, das deutlicher und vielleicht etwas weniger poetisch zu formulieren. Das Landgericht Frankfurt hat das aber durchgehen lassen. Ja, in unserem Fall, zurück zum Fall,
prüfen wir ja den Anspruch auf Verzugszinsen. Wir haben festgestellt ein Schuldverhältnis, wir haben eine Geldschuld in Gestalt der Kaufpreisschuld. Und die Frage ist, Bestand auf Seiten der Schuldnerin, Schuldnerverzug mit der Kaufpreiszahlung. Dafür ist Voraussetzung, das Schuldverhältnis haben wir schon geprüft, 288, ein fälliger durchsetzbarer Anspruch. Das heißt, die Kaufpreisforderung müsste fällig und durchsetzbar gewesen sein. Und hier in unserem Fall wäre zu denken hinsichtlich der Durchsetzbarkeit an den 320 Absatz 1 Satz 1, die Einrede des nicht erfüllten Vertrages. Aber die Verkäuferin hat ja die Kleidung geliefert. Das heißt, sie hat die ihr obliegende Leistung erbracht, die Sachleistung erbracht, dementsprechend keine Einrede des nicht erfüllten Vertrages. Also ein fälliger durchsetzbarer Anspruch. Jetzt brauchen wir die Mahnung nach Eintritt der Fälligkeit. Die Mahnung muss nach Fälligkeit erfolgen, sagt das Gesetz. Es wird aber von der Rechtsprechung durchaus zugelassen, dass die Mahnung mit dem die Fälligkeit begründenden Rechtsakt verbunden wird. Es muss also nicht zwingend erst die Herbeiführung der Fälligkeit und zeitlich danach die Mahnung erfolgen, sondern beides kann miteinander verbunden werden. Das lässt die Rechtsprechung durchaus zu. Was aber wirkungslos ist, ist eine Mahnung vor Eintritt der Fälligkeit. Wenn man die Mahnung erteilt, bevor der Anspruch fällig geworden ist, geht diese Mahnung ins Leere, hat diese Mahnung keinerlei rechtliche Wirkung, sondern man kann erst zusammen mit der Herbeiführung der Fälligkeit mahnen, beziehungsweise das Gesetz sagt ja sogar erst danach, aber der BGH lässt es auch zu, dass man zusammen mit der Herbeiführung der Fälligkeit mahnt. Das wäre beispielsweise die Konstellation. Normalerweise braucht man für den Eintritt der Fälligkeit keine Rechnung. Da gibt es aber für den Bereich der anwaltlichen Dienstleistungen eine wichtige Ausnahme. Das ist § 10 Rechtsanwaltsvergütungsgesetz müsste das sein, was für Sie, wenn Sie später Anwälte werden, auch interessant ist. Da nach dieser Sonderregelung des § 10 Rechtsanwaltsvergütungsgesetz RVG erfordert die Fälligkeit des anwaltlichen Honoraranspruchs, dass man dem Mandanten eine Rechnung erteilt hat mit der Unterschrift. Das heißt, es muss tatsächlich in Papierform erfolgen mit der Originalunterschrift darauf, das führt erst zum Eintritt der Fälligkeit. Und in diesem Fall könnte der Rechtsanwalt mit dieser Rechnung, die ausnahmsweise bei anwaltlichen Honorarforderungen nach dieser Sondervorschrift des RVG für die Herbeiführung der Fälligkeit erforderlich ist, gleich auch die Mahnung verbinden. Das wäre also möglich, beides zusammenzuschicken. Er könnte aber nicht, bevor er diese Papierformrechnung erteilt hat, eine Mahnung schicken. Diese Mahnung würde ins Leere gehen, weil die Fälligkeit eben noch nicht eingetreten ist. Ja, Mahnung nach Fälligkeit erforderlich, ernstliche Leistungsaufforderung nach Fälligkeit. Ja, hier in unserem Fall ist eine solche Mahnung mehrfach erfolgt, denn die Verkäuferin hat die Käuferin ja mehrfach telefonisch aufgefordert, jetzt doch bitte zu zahlen. Außerdem haben wir hier noch einmal den schon eben aufgetauchten Tatbestand der Entbehrlichkeit wegen einer kalendermäßigen Bestimmung. 286 Absatz 2 regelt verschiedene Fälle der Entbehrlichkeit der Mahnung. Der Mahnung bedarf es nicht, wenn für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist. Das hatte ich eben schon erläutert. Das heißt, es muss für den Schuldner anhand des Kalenders möglich sein, zu ermitteln, an welchem Tag muss er spätestens die Leistung erbringen. Dann, wenn der Leistung ein Ereignis vorauszugehen hat und eine angemessene Zeit für die Leistung in der Weise bestimmt ist, dass sie sich von dem Ereignis an nach dem Kalender berechnen lässt, zum Beispiel Rückzahlung des Darlehens innerhalb von 2 Wochen nach Kündigung, dann hätte man ein Ereignis, nämlich die Kündigung, dass der Leistung vorausgehen muss. Und wenn vereinbart ist, innerhalb von 2 Wochen nach der Kündigung ist das Darlehen zurückzuzahlen, dann könnte man vom Ereignis ab nach dem Kalender bestimmen, wann spätestens die Rückzahlung erfolgt. Das wäre also ein Unterfall letztendlich dieses Grundsatzes dies interpellat pro hominem. Wenn der Schuldner die Leistung ernsthaft und endgültig verweigert, das kennen Sie schon aus 281 Absatz 2 und 323 Absatz 2, auch hier gelten aber strenge Anforderungen. Es muss das letzte Wort des Schuldners sein. Der Schuldner muss deutlich gemacht haben, dass er zu keinem Zeitpunkt und unter keinen Umständen leisten will. Dann hätten wir eine ernsthafte endgültige Leistungsverweigerung. Und schließlich aus besonderen Gründen unter Abwägung der beiderseitigen Interessen der sofortige Eintritt des Verzugs gerechtfertigt ist, etwa bei arglistigem Verhalten des Schuldners. Das würde solche besonderen Umstände begründen. Ja, an der Stelle machen wir dann in der nächsten Woche weiter. Wir sehen uns in der nächsten Woche zur gewohnten Zeit wieder. Ich wünsche Ihnen bis dahin alles Gute.